Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Factorio und seit der letzten Folge gehe ich wieder ein bisschen rum, habe sichergestellt, dass hier in unserem roten Bereich, welcher die Umweltverschmutzung anzeigt, keine Alien-Nester drin sind, so dass wir nicht von denen überrascht werden. Nun etwas, was wir machen können, um dem etwas vorzubeugen, ist, wir können Radare platzieren, so dass der Kartenbereich, der durch die Radare abgedeckt wird, da werden keine neuen Nester drin respawnen. Zumindest war es irgendwann mal so. In einem vergangenen Update, nicht sicher, ob das immer noch so ist, aber zumindest wenn wir die Radare da haben, sehen wir gleich, was da abgibt. Und unsere Forschung ist auch fertig geworden. Machen wir doch die schwarzen Fläschchen, Wissenschaftspakete für Militär. Grundsätzlich braucht man die nicht, wenn man einfach das Ziel hat, eine Rakete zu bauen und zu starten. Aber wenn man Aliens mit im Spiel hat, dann empfiehlt es sich doch etwas in Militärforschung zu investieren, so dass man sicherstellen kann, die Verteidigung hält auch Schritt mit dem Fortschritt der Aliens. Und hier in der Minimap oben rechts könnt okay, das ging schnell, dann machen wir die hier. Da könnt ihr sehen, was der Bereich ist des Radars und was wir bereits abgedeckt haben. Und dann brauchen wir hier noch etwas Strom. Dann haben wir den mittleren Teil hier rechts, was wahrscheinlich Osten ist, abgedeckt. Ja, noch nicht den ganzen roten Bereich, aber machen wir doch gleich. Ich habe noch ein paar Förderbänder. Ich wollte letztes Mal noch hier hochziehen. Und mit den Förderbändern ist das ein bisschen eine Sache, da die Strommassen richtig durchzuziehen. Aber ich denke, wir bekommen das hin. Dann machen wir das Ganze hier noch Richtung Westen. Dass wir besser sehen, was denn so um uns herum geschieht. Auch hier brauchen wir wieder Strom. Arbeiten wir hier. Strom sieht momentan noch gut aus. Okay. Haben doch schon einiges.
Vielleicht mache ich das zwischen den Folgen. Denn Forschung fertig. Machen wir doch einfach hier weiter. Habe das gar nicht so mitbekommen. Das, was ich eigentlich vorhabe hier, ist hier etwa auf dieser Seite. Das hier. Dann haben wir hier zweimal Kupfer. Das kommt hier raus. So. Diese Seite legen. Gut. Und dann. Nee. Das machen wir anders. Wir wollen was wir wollen, sind die grünen Schaltkreise. Für einen Schaltkreis brauchen wir drei Kupferkabel. Und das Ganze braucht eine halbe Sekunde. Kupferkabel produziert zwei Kabel in einer halben Sekunde. Das heißt, eine Maschine für eine Maschine reicht nicht. Wir brauchen drei für Kupferkabel, zwei für die Schaltkreise. Wie wir das machen, ist, okay, nächste Forschung fertig. Dann weiter. Mach es hier über den der Stromlinie. Dann haben wir hier Kupfer und hier die hier. Dann von unten brauchen wir Kupfer. Dann verteilen wir das so. Alles von dieser Maschine geht hier rein, alles von dieser Maschine geht hier rein. Und die mittlere teilt sich das Ganze auf. Dann haben wir, hier brauchen wir auch noch Eisen. Und dann ist das Ganze auch irgendwo wieder raus. Zum Beispiel hier. Gut. Verlängern wir hier mal unsere Bahnen bis ganz nach oben. Damit wir sehen, wo wir die Abzweigungen machen müssen. Hier kommt Eisen.
war, hier kommt Kupfer. Natürlich genau, wo ein Strommast steht. Kupfer auf dieser Höhe. Hier noch Ströme. Da gehen wir gleich so durch. Nun. Sollte doch so funktionieren. Und dann können wir das gleich noch dreimal kopieren. Ja. Sollte zumindest genügend Dreifarme haben. So machen. So, hier. Und unsere grüne Chipsproduktion steht. Wunderbar. Nun, was brauchen wir als nächstes? Das Ganze ist für Logistik oder Steuerung. Wenn wir hier Richtung Flächen gehen, ah, da brauchen wir noch Kohle. Möchte hier eigentlich noch ein zweites grünes Band. Das heißt, die Förderbänder sind alle. Schauen wir uns einfach mal ein paar hier vom Band.
Gehen wir ein bisschen rüber. Hier kommt ja noch eine zweite Stahlschmelze hin. Dann können wir außenrum abziehen. Sobald wir natürlich Bänder gelegt haben. Einmal nach unten. Sowas haben. Ein bisschen ausholzen, damit ich auch sehe, was hier so abgeht hinter den Bäumen. Okay. Hier oben. Natürlich, Fließbänder sind wir da alle. Das war klar. Eigentlich so einen Greifarm bauen. Filternder Greifarm. Und dann klicken wir hier rein. Weiter nach rüber. Ich habe ja gesagt, ich will zwei grüne Bänder. Okay, dann wollen wir mal schön sehen. Ob die Bänder nun reichen. Ja, ist ganz nach. Komm, ja, tun sie. Kohle. Da brauchen wir auch noch Ziegelstein. Was heißt? Hier fertig machen. Wahrscheinlich fehlen uns da dann auch wieder die Förderbänder.
Rom. Und eine alte Erfahrung in diesem Spiel ist, dass man seinem Aufbau immer zu wenig Platz lässt. Hier das hier ist die Kohle. Dann kommt hier noch irgendwo Stein her. Hoffentlich. Gehen wir hier nach unten raus. Nicht mehr. Oben. Dann hier rüber. Breite, dann hier hoch. Immer zwei Abstand, so dass wir einen schönen Splitter und einen Tunnel reinmachen können. Ja, hier brauchen wir auch einen. Denn hier drüben ginge der Stein hoch. Aber wir sind schon wieder, haben keine Fließbänder mehr. Drum beenden wir die Episode hier. Bis zum nächsten Mal gehe ich noch etwas Radare aufstellen. Also bis dann. Tschüss.